Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Aufnahmesession. Wir haben ein bisschen was geholt. Das wird für den Anfang auch erstmal reichen. Ich laufe jetzt wieder zurück zum Schiff. Und dann fahren wir wieder zurück. Wo ist noch ein Creeper? Den machen wir mal schnell weg. Hier ist noch einer. Wie viele Creeper hier sind? Oh. Da war meine Axt noch nicht voll. Voll geladen. Wir sind von da oben gekommen irgendwo. Ich gehe einfach mal hier hinten rum. Zack. Das klingt für mich wie ein Aufgang hier. Gucken wir mal, ob das auch einer ist. Oder ob das hier nur Verarsche ist. Zack. Warte mal, hier geht's noch hoch. Genau. Das schaut doch gut aus. So, und da sind wir doch schon. Schwuppdiwupp. Mal ein bisschen was essen, ja. Ein bisschen was essen und ab nach Hause. Wie ging es runter? Und jetzt hier die große Treppe runter. Die ging es auch noch nach unten, oder? So, ich will jetzt keine falschen Tasten drücken hier. In eine Höhle. Höhle, eine Höhle. Zack. Eisler. Das ist noch alles drin. Das bleibt dort auch drin, bitte. So, hier haben wir jetzt wieder unseren Welt hier. Hier geht noch ein Weg hoch, später. Später. Wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserer Baustelle. Und gucken mal hier in die Ferne. Weil ich brauche definitiv von diesen Tintenfischen Sachen. Gehe ich jetzt auch erstmal hin. Fast auf Eis gesprungen hier. Ach, hier haben wir was ausgetestet, ich und JJ. Ah, jetzt kann ich auch wieder weiter gucken. Schwimm nicht weg. Drei Stück. Seht ihr noch welche in der Nähe? Ich nicht. Ich glaube, das sind wir mit dem Boot besser. Aber hier, da ist das eine noch auf der Minimap. Ist der hier unten irgendwo? Da müsste der sein. Oh, 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 da ist er. Da sind sie auf jeden Fall. Da. Das One-Hit muss das jetzt sitzen. Jo. Wieder nach oben. Sechs Stück. Hier vorne sind zwei. Unten da, da. Da. So. Schnacken wir auch hier mal. Hoppala. Hoppala. Zack. Schnell wieder nach oben. Da hinten ist einer. Da hinten. Da hinten. Müssen immer mal hier ein bisschen aufpassen, nicht dass unsere Luftblasen, ja, das sind sogar zwei, super. Aber mit dem Boot wären wir wahrscheinlich wirklich schneller. Aber man kann es ja nicht recht machen. Gleich von unten. Jo. Haben noch welche. Auf der Minimap sehe ich jetzt erstmal keinen weiteren.
18 müsste erstmal lang. Ich gebe erstmal. Ich gebe erstmal auf die Knochen hier. Tue ich erstmal den Mixer stecken. Erstmal Knochenmehl draus machen. So, wir tun jetzt ein bisschen experimentieren. Wir machen jetzt dunkelgrauen Farbstoff. Knochen können wir jetzt nichts anderes verwenden. So, das ist ja jetzt grauer Farbstoff. Dunkelgrau geht nicht so. Das ist hellgrau. Aber wir brauchen ja grau. Stimmt ja. Zack, 36. Und da kriegen wir jetzt richtig viel Zeug raus. Nämlich, das geht ja so. Richtig schön. Kann man es hier rumziehen. So. Bam. So. Und da haben wir jetzt richtig viel grauen Farbstoff. Da können wir jetzt hier weitermachen. Dort, wo wir aufgehört haben. Hier vorne, nämlich. Da müssen wir das hier mal dann wegrupfen. Und hier innen drinne müssen wir eh noch die Holzvertäfelung fertig machen. Was nimmt man denn da als Holz? Das untere, das habe ich ja jetzt schon fertig, die eine Reihe. Und der Rest soll ja alles anderes Holz sein, ne? Ich möchte das auch nicht zu bunt gestalten, also würde ich dann auch Eichenholz für nehmen, wenn das recht wäre. Wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Eichenholz zu nehmen oder Birkenholz. An sich ist das keine schlechte Idee, aber das wird mir eigentlich zu bunt. Viel zu bunt. Ich nehme erstmal dieses Eichenholz. 3 Enderperlen, das ist schon gigantisch. Schon krass. Ich tue die erstmal hier in meine Truhe. Den Bogen, Stärke 1, Haltbarkeit 1, alles klar. Und die ganzen Exkremente sind ja hier hinten. Genau. Das, das. Pfeile. Ich glaube, die Pfeile waren aber in einer anderen Truhe. Federn, haben wir keine Hühner getötet. Wo kommt das rein? Die Faden, die kommen ja oben rein. Die kommen ja hier oben rein. Die Fäden, da kommen sie rein. Hätte ich auch von unten machen können. So. Hier kommt ja der weiße Farbstoff rein. Alles cool. So, wir haben orangenen Sand mitgebracht und einen braunen. Braun haben wir ja hier. Genau, fügen wir den da einfach hinzu. Hier haben wir gelben. Orangen haben wir auch ein bisschen was. Roter Sand. Hier ein bisschen was von denen. Den dunkelgrauen haben wir hier noch gar nicht so wirklich vergeben. Nee, haben wir nicht. Kann ich ja hier einen machen. Zack. Mir irgendwo roten Sand. Nicht, ne? Können wir auch mal hier mit hin machen. Ein bisschen durcheinander alles, aber was will man machen? Roter Sand. So, gehe ich mir noch eine extra Runde. Mach die Holzvertäfelung fertig. Und es wird eh schon Nacht, sehe ich gerade. Müssen wir nämlich schlafen gehen. Wenn Nacht wird. Zack.
zack, zack, zack. Es ist Nacht. Wir müssen schlafen gehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.